Ein weiteres interessantes Beispiel zum Thema Exponentialgleichungen. Ich habe ein Bierglas, wo ich eine Höhe oder einen Schaum habe, der hat eine Anfangshöhe von 10 mm und ich beobachte, dass nach einer Minute eben der Schaum nur noch 8,5 mm hoch ist. Als Frage dazu eben, ja, wo ist mein Schaum nach 90 Sekunden eben oder nach 1,5 Minuten? Ja, auch hier Exponentialgleichung aufstellen. Und zwar kann ich ja sagen, hier ist meine Höhe H0 eben mit 10 mm. Somit, ich will eben das H von 1,5 Minuten berechnen mit meinem H0 mal den Zuwachsfaktor A hoch T. Wobei der Zuwachsfaktor ja hier kein Zuwachsfaktor ist, weil es vermindert sich ja die Höhe. Und somit muss ich ja sagen, ja, um wie viel vermindert sie die sich? Der Zuwachsfaktor A ist ja eigentlich definiert als 1 plus i. Nur mein i ist ja jetzt hier auf keinen Fall positiv, mein i ist ja negativ. Und wie groß ist das, wenn ich hier 100%, die 10 mm sind 100%, ja, wie viel sind dann die 8,5 mm? 85%. Also vermindert sich das Ganze, 100 minus 85, um 15%. Und wenn es sich vermindert, dann muss ich natürlich Minus schreiben und kriege hier ein a dann im Endeffekt 1 plus minus 0,15, da es ja negativ ist, und erhalte dann eigentlich ein a von 0,85. Das setze ich jetzt hier einfach ein. H0 ist eben 10 mm und der Abminderungsfaktor ist 0,85 hoch mein t, und fürs t habe ich ja gesagt, nach 1,5 Minuten will ich es wissen, und habe dann eigentlich eine Höhe nach 1,5 Minuten von 7,836 mm. Und wenn ich jetzt die prozentuelle Veränderung eben haben will, oder wie viel ist das vom ursprünglichen, von den ursprünglichen 10 mm, brauche ich ja nur überlegen. 10 mm sind 100% und 7,836 sind dann eben 78,36% der ursprünglichen Höhe habe ich nach 1,5 Minuten erreicht. Zur zweiten Frage, nach welcher Zeit habe ich nur noch halb so viel Schaum? Ja, muss ich hier H0 schreiben. Ist eigentlich auch leicht zu beantworten, auch wieder mit meiner Exponentialfunktion. Nur setze ich jetzt hier eben h von t ein, und h von t ist ja dann nichts anderes als mein h0, halbe eben. Ja? Also ich muss jetzt einsetzen h0 halbe, da kann ich ja schreiben 0,5 mal h0, weil 0,5 mal h0 ist ja meine halbe Höhe. Die will ich ja erreichen. Ursprünglich hatte ich ja H0 mal meinen Abminderungsfaktor mit 0,85 und das Ganze hoch T, und das T möchte ich ja in dem Fall jetzt berechnen. Laut Äquivalenzprinzip kann ich ja das H0 rechts und links streichen, ich kann ja die ganze Gleichung durch H0 dividieren, dann fallen die zwei weg. Hier logarithmiere ich das Ganze im nächsten Schritt und erhalte hier eben den Logarithmus 0,5 ist gleich das t, weil es darf ich ja vorziehen durchs Logarithmieren, mal den Logarithmus von 0,85, dividiere jetzt die Gleichung eben durch den Logarithmus von 0,85 und erhalte dann eben für t nichts anderes wie den ln von 0,5 dividiert durch den ln von 0,85 und erhalte hier einen Wert von 4,26 heraus, was ja die Angabe in Minuten ist, weil wir hier als Angabe eben verliert in einer Minute. Ja, also habe ich ja hier auch den Verminderungsfaktor pro Minute. Also nach 4,26 Minuten habe ich nur noch den halben Schaum im Glas. Wie stelle ich das Ganze jetzt im Diagramm dar? Ich habe ja schon einige Werte berechnet, einige waren angegeben. Ich habe zum Beispiel den H0, also zum Zeitpunkt 0 habe ich 10 mm Schaum, das ist ganz hier oben. Nach einer Minute, das ist hier, habe ich 8,5 mm Schaum. Nach 1,5 Minuten habe ich ja ausgerechnet, ich habe nur noch 7,836 Schaum, das ist ungefähr hier. Ja. Und weiß dann noch zusätzlich, dass ich nach 4,26 Minuten nur noch den halben Schaum habe. Also ungefähr bin ich dann im halben Schaum, ist nämlich 5. Und bin dann hier. Und diese Punkte kann ich ja jetzt eigentlich schon miteinander verbinden. Und ich weiß ja, dass es eine exponentielle Abminderung ist, die ja dann so verläuft.
Wenn du noch mehr Punkte brauchst zum Zeichnen, machst du einfach eine Wertetabelle und quasi von 0 bis 10 mm mit 1er Schritten und kriegst dann natürlich 10 verschiedene Punkte raus, die verbindest du miteinander und das Diagramm ist auch gezeichnet.